kommt jetzt der nächste Versuch für die Impfpflicht durch die Hintertür? Kein neuer Lockdown. Dieses Versprechen haben die Ampelparteien immer wieder gegeben. Politiker von SPD, Grünen und der FDP meiden dieses Wort deshalb wie der Teufel das Weihwasser. Doch die neuen Beschlüsse für die Gastrobranche sind nichts anderes als das. Ein Lockdown-Light für Restaurants und Kneipen. Mit der Regel 2G Plus verschärfen Bund und Länder die Hürde für den Gaststättenbesuch noch einmal drastisch. Ein spontaner Kneipenbesuch ist künftig nur noch für die möglich, die dreimal geimpft sind. Alle anderen müssen sich vorher testen lassen. Und für Ungeimpfte heißt es Zutritt verboten, selbst mit negativem Test. Eine absolut zweifelhafte Regelung. Wenn die Zahlen des RKI stimmen, dann entspricht die Ansteckungsgefahr mit Omikron etwa dem Verhältnis der Geimpften zu den Ungeimpften. Bedeutet, es ist mehr oder weniger egal, ob ich einmal, zweimal oder gar nicht geimpft bin. Warum also dürfen dann Ungeimpfte gar nicht? Ein- und zweifach Geimpfte aber mit Test ins Restaurant? Immer mehr Politikern ist mittlerweile klar. Eine allgemeine Impfpflicht wird es, wenn überhaupt, so schnell nicht geben. Deshalb der Lockdown-Light für die Gastrobranche. Er ist der nächste Versuch, eine Impfpflicht durch die Hintertür durchzudrücken. Es wäre gut, wenn die Verantwortlichen in Bund und Ländern das auch genau so sagen würden. Was meinst du, kommt die Impfpflicht durch die Hintertür? Schreib's mir in die Kommentare.